Ja, hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Ich bin's, der Black. Und ja, ich bin in meiner letzten Aufnahme für oder letzten Folge für heute. Und ich wollte erstmal nach Hause zurück. Denn wir haben hier so einiges erledigt. Wir haben auch einen Drachen erledigt, einen weiteren. Und ich denke, da wird's Zeit. Da können wir mal zurück nach Hause kehren und feiern. Also erstmal M Weltkarte. Weltkarte ist hier. So. Und Himmelsfeste. Ich spreche mit den Beratern am Tag der Kartentisch der Himmelsfeste. Okay. Kriegen wir hin. Mhm. Muss ich natürlich erst freischalten, aber habe ich noch nicht gemacht. Und ja, kommt schon noch. Kommt schon noch. Immer mit der Ruhe. Professor Fesserick. Frederick von The Wold. Anton, falls du überhaupt eine lebendige Person, lebende Person, eure Frage über das Sozialverhalten der großen Wilmark Wyvern beantworten kann, dann Frederick von Rüssel. Professor für Drakonologie an der Universität von Orlais. Es ist eindeutig eine zu lange Aufnahme. Ihr merkt schon, ich bin schon voll durch den Wind. Naja, gut. Muss mal sein, es zählt nichts. Aber wir haben es ja fast geschafft. So. Gucken wir mal, was wir sonst noch so lesen können. Ja, dein Reittier wird angeliffen. Ich kann es nicht mehr heute. Ich lese heute gar nichts mehr vor. Heute lasse ich die noch sprechen hier. Das habe ich jetzt vor. Wenn es denn blöd. Und so. Schwarzer Bildschirm. Du kannst dich beenden. Hiermit. Und Black sprach, es werde Licht. 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 Jetzt mach doch mal Licht. Licht. Wo ist der verdammte Schalter? Verdammt. Licht. Ah. Klick. So, okay, das war der Schalter. Jetzt sind wir da. Und, naja, jetzt können wir ja mal hier gucken, was haben wir hier hinten? Cassandra, wir haben Sera und den eisernen Bullen, mit denen wir erstmal quasseln. Und die anderen schauen wir uns dann nach und nach an. Hihi. Also hier entlang. Hey, Cassie, alte Maus. Meine Süße. Ihr lenkt mich ziemlich ab, wisst ihr das? Ah. Ich hätte gerne euren Rat. Reden wir über die Kirche? Darf ich euch etwas über die Kirche fragen? Ich habe zu diesem Thema keine besseren Antworten als jeder andere auch. Aber ich werde euch erzählen, was ich weiß. Nee, das hatten wir schon gefragt. Danke. Na gut, knutschen muss ich jetzt mit da auch nicht unbedingt. Deswegen gehen wir mal rein. Ich meine, ich hätte auch kein Problem mit, aber nee, muss ja jetzt nicht sein. Komm. So, gucken wir mal. Hier hinten müsste der eiserne Bulle stehen. Hi, Bulle. Hey, diese rothaarige Elfin, die die Brötchen backt, ist sie noch zu haben? Ich glaube nämlich, sie mag mich. Keine Ahnung, musst du mal fragen. Bis später, Bulle. Es war nett, mit euch zu reden, Boss. Dasselbe beruht auf Gegenseitigkeit, zumal du nicht so viel zu sagen hast. Das ist immer gut. So. Mhm. Die reden gerade über den Champion von Kirkwall. Da seid ihr ja endlich. Hallo. Naja, wäre erstmal alles. So. Ich komme wieder, falls ich euch brauche. Nur zu. Okay. Das hätten wir. Dann gehen wir weiter hoch. Mal gucken, ob Cole ein bisschen mehr zu sagen hat. Die anderen beiden sind recht ungesprächig, dafür, dass wir was abgeschlossen haben. Es gibt keinen anderen Mann. Er wird zu diesem anderen Mann, um die Dinge zu tun, zu denen er nicht fähig ist. Mhm. Hast du sonst noch was selbst also, getan? Paul. Nein. Auf bald. Wir unterhalten uns später. Vermutlich. Jawohl. Wo geht's denn hier hin? Nochmal Neugier. War ich hier schon mal? Ja, ich denke schon, aber... Oh. Ach so, das war das zerstörte Zimmer hier, ne? War hier nicht Kallen in der Nähe? Oder auch nicht. Hätte ja sein können. Na gut, dann kehren wir eben über diesen Weg einfach mal zurück. Hey, keine konspirativen Treffen hier bitte. Inquisitor, falls ihr den Kommandanten sucht, er wollte zu einer Unterredung mit Sucherin Pentagast. Ach so. Na, dann habe ich wenigstens dein Zimmerchen gefunden. Deswegen wird er mir wahrscheinlich auch gerade auf der Karte nicht mehr angezeigt. Alles klar, dann finde heraus, warum Kallen sich mit Cassandra treffen will. Kriegen wir hin.
Ich nehme die Abkürzung. Glücklicherweise erleide ich ein bisschen wenig Schaden hier, wenn ich in der Inquisition zu Hause bin, sozusagen. Ich bin die falsche Treppe. Ich muss da vorne rauf. Ach, Manu. Immer dasselbe. Ich könnte mal noch schnell mit... Oh, leichte Lecks, habt ihr das gemerkt? Ah, die hatte ich vorhin schon mal. Aber ich hoffe mal, die eine Folge schaffen wir noch. Guck mal, ob Black irgendwas zu sagen hat. Hey, Blackwall. Ja. Nein. Oder? Nein. Nichts im Moment. Vielleicht später. Na gut. Vivi müssen wir noch das Herzchen geben und das normale Wirrwarrenherz haben wir da sicher auch schon. Weil wir haben ja schon einige Wirrwarren erschlagen. Und die Schneewirrwarren haben wir jetzt auch. Na, dann reden wir mal. Wow, diese Lücken sind, ja, bedenklich. Aber wie gesagt, der Rechner läuft ja schon ewig. Das Spiel entsprechend auch. Da kann es schon mal zu Aussetzern kommen. So, gucken wir mal. Da hinten ist Cassie. Es ist so schön, euch zu sehen. Auf bald. Das wäre vorerst alles. Ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Aber hier ist Cassie. Warum? So, ha? Huh? Durchsetzungsvermögen. Kalle den Leuten sagt, er würde etwas mit Cassandra besprechen. Und zwar... Ach, drinnen! Ihr habt mich um meine Meinung gebeten und ich habe sie euch mitgeteilt. Erwartet ihr etwa, dass ich sie wieder ändere? Ich erwarte, dass ihr euer Wort haltet. Es ist grauenhaft. Ich kann... Ihr habt so wenig Vertrauen in euch selbst. Das alles ist sinnlos, wenn ich nicht fähig bin, meine wenigen verbliebenen Eide zu halten. Ist es euch wichtiger, das Gesicht zu wahren, als zuzugeben? Wir werden uns später darüber unterhalten. Und da sagen die Leute, ich wäre verbohrt? Das ist lächerlich. Hat euch Cullen erzählt, dass er kein Lyrium mehr nimmt? Ja. Es schien ihm äußerst wichtig zu sein. Es ist keine Entscheidung, die man leichtfertig trifft. Nun jedoch, Cullen hat mich gebeten, einen Ersatz für ihn zu finden. Ich habe abgelehnt. Es ist nicht notwendig. Abgesehen davon würde es ihn vernichten. Und das, nachdem er so weit gekommen ist. Ja. Warum hat er sich nicht an mich gewandt? Wir haben lange, bevor ihr zu uns gestoßen seid, eine Vereinbarung getroffen. Als Sucherin konnte ich die Gefahren einschätzen. Können wir irgendetwas tun, um ihn umzustimmen? Wenn jemand es kann, dann ihr. Die Magier haben offengelegt, was sie erleiden mussten. Die Templer hingegen haben das nie getan. Sie sind mit Geist und Seele an den Orden gebunden. Und es gibt immer jemanden, der ihre Leine aus Lyrium in der Hand hält. Cullen hat die Chance, sich von dieser Leine zu befreien, um sich selbst und allen anderen, die es wollen, zu beweisen, dass es möglich ist. Er kann es schaffen. Das wusste ich schon, als wir uns in Kirkwall begegnet sind. Redet mit ihm. Entscheidet, ob jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Na toll, immer bleibt das an uns hängen. Na gut, reden wir mit Cullen. Also wieder zurück. Da ich nicht genau weiß, wie man da hinkommt, nehmen wir einfach wieder den Weg, den ich gerade genommen habe. Obwohl ich gleich hier rauf kann. Hep, hep, hep. Habe ich den Typen endlich mal wieder gefunden hier? Den suche ich ja schon seit gefühlten 50 Folgen oder länger. So, ab hier durch. Das war das Zimmer. Und hier. Da ist er. Beim Atem des Erbauers. Ich habe euch nicht reinkommen hören. Ich... Bitte entschuldigt. So, na dann. Cullen, wenn ihr über etwas reden müsst. Ihr müsst das nicht... Ich wollte nie, dass es mich derart beeinträchtigt. Werdet ihr es durchstehen? Ja. Ich weiß es nicht. Ihr habt gefragt, was im Zirkel von Ferelden geschehen ist. Er wurde von Abscheulichkeiten überrannt. Die Templer, meine Freunde, wurden abgeschlachtet. Ich wurde gefoltert. Sie versuchten, meinen Geist zu brechen und ich...
Wie kann man noch derselbe sein, nachdem man so etwas erlebt hat? Aber ich wollte im Dienst bleiben und wurde nach Kirkwall versetzt. Ich vertraute meiner Kommandantin. Und wofür? Ihre Angst vor Magiern endete im Wahn. Der Zirkel von Kirkwall fiel. Unschuldige starben auf den Straßen. Versteht ihr denn nicht, dass ich mit diesem Leben nichts mehr zu tun haben will? Natürlich. Natürlich verstehe ich es. Ich... Nicht. Ihr solltet meine Taten hinterfragen. Ich dachte, das hier würde mir helfen. Mir die Kontrolle über mein Leben zurückgeben. Aber ich bekomme diese Gedanken einfach nicht aus dem Kopf. Wie viele Leben hängen von unserem Erfolg ab? Ich habe mich dieser Sache verschworen. Ich werde der Inquisition nicht weniger geben als der Kirche. Ich sollte es nehmen. Ich sollte es nehmen. Kallen wird wieder Lyrium leben. Kallen, das wäre das Beste. Ihr braucht keinen Kühle-Lyrium. Kein Lyrium, das ist ein Befehl. Mehr, kein... Ja, komm, weg damit. Ihr gebt genug, Kallen. Mehr verlange ich nicht von euch. Die Inquisition kann eure Chance auf einen Neubeginn sein, wenn ihr es wollt. Ich weiß nicht, ob es möglich ist. Es ist möglich. Also gut. Du machst das schon, Kallen. So, Durchsetzungsvermögen. Geschafft. Gibt's sonst noch was? Ich brauche einen Moment für mich. Können wir uns ein andermal unterhalten? Natürlich. Jederzeit. So, welche Richtung geht's denn? Da geht's rein. Ich muss da lang. Entschuldigung. Ich müsste da nämlich mal in die Feste, denn Vivi ist noch für uns zu sprechen. Oder soll es? Wir müssen verhindern, dass die Wächter diesen wahnsinnigen Plan in die Tat umsetzen, Inquisitor. Freiwillig diese alten Götter ausfindig zu machen, in einem bizarren Versuch der Verderbnis zuvorzukommen. Naja, die Idee war schon gut. Ich hätte nichts dagegen, keine Verderbnis mehr fürchten zu müssen. Das eigentliche Problem ist doch Korypheus. Nein, das eigentliche Problem ist die Verderbnis. Und die Wächter wollen sie ein für alle Mal beenden. Ja, hat es denn funktioniert? Wisst ihr das? Haben sie es geschafft? Die Narren, die erste Verderbnis über diese Welt brachten, waren der Ansicht, sie hätten den Schlüssel zu ultimativer Macht gefunden. Verzeiht mir, allein die Idee ist verstörend. Ich kann es schon verstehen. Ihr habt begonnen, neue Arten der Magie zu wirken. Interessant. Ihr scheint aus der reinen Substanz des Nichts zu schöpfen und verwendet euer Mal dabei vermutlich als eine Art Katalysator. Ich nutze ähnliche Techniken, habe jedoch Jahre gebraucht, um sie zu erlernen. Aus welchem Grund habt ihr euch für einen derart abseitigen Wissenszweig entschieden? Ich wollte lernen. Es ist ein Werkzeug. Ich wollte lernen. Ich hatte gehofft, das Studium derartiger Magie würde mir helfen, das Nichts besser zu verstehen. Auch wenn uns unsere Kämpfe nur wenig Zeit für formelle Studien lassen, können sich die Weisen doch selbst inmitten der Schlacht weiterentwickeln. Vielleicht sogar vor allem dann. Ich hoffe, euer neues Wissen wird euch gute Dienste leisten. Wolltet ihr sonst noch etwas? Nein, danke. Lass mich los. Dankeschön. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. Jo. Tschüssi. So, wir gehen mal hier die Treppe schnell hinauf, wenn ich jetzt wüsste, wo sie war, hier. Und gucken, ob die anderen noch was zu sagen haben. Ich denke mal nicht. Die Folge kann durchaus noch ein bisschen länger werden, wenn die viel quatschen hier. Ne, Dorian? Kann ich euch irgendwie helfen? Nein. Kannst du nicht. Okay. Wie gesagt, wenn die viel quatschen, würde sie etwas länger werden. Ihr wisst, wo ihr mich. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen überziehen, aber ich will die Folge halt, oder ich will nicht noch eine hinten ranhängen. Wir sind ja schon recht lang unterwegs. Hier mit Vivi muss ich auf jeden Fall reden. Falls ihr Hilfe braucht. Was kann ich für euch tun, mein Lieber? Ist es zu verwegen, zu hoffen, dass ihr mir das Herz der Schneewivern bringt? Ja, ich bringe euch, ich habe es jetzt und redet jetzt so. Wenn ihr das Herz der Wyvern wollt, müsst ihr mir sagen, wozu ihr es braucht. Ich mache sogar noch mehr, mein Lieber. Gebt mir das Herz und ich zeige euch, wozu ich es brauche. Was sagt ihr dazu? Also schön, hier ist es. Na schön. Ein Herz, wie verlangt. Wie nett von euch. Hier, nehmt das als Bezahlung. Ich muss mich gleich ans Werk machen.
Ich sollte mich entschuldigen. Ich gebe zu, dass ich euch völlig falsch eingeschätzt hatte, Inquisitor. Ich möchte, dass ihr mitkommt und mir zuseht. Na dann, schon sehen. Keine Ahnung, was die geplant hat. Wisst ihr was? Ich häng das doch in die neue Folge. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da sehen wir dann, was Vivian da für uns macht. Bis denne. Tschüss.